Moin Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Die Geräusche hinter mir sind mein Hund, der gerade am Spielen ist. Ich hoffe, ihr mögt mir das verzeihen, bin gerade auf Hunderunde. Da wollte ich euch mal kurz ein Messer vorstellen. Heute auch das Otter 3-Nieten-Messer. Echter Klassiker aus Soling. Gibt es schon ewig und 3 Tage. Habe ich auch schon eine ganze Weile, nur habe ich es nie vorgestellt. Warum, weiß ich nicht. Nun werde ich es mal nachholen. Hier haben wir das gute Stück. Schön anzusehen, die 3 Nieten. Ne? Alles mit Messingnieten verpinnt, komplett. Sehr schön sauber gearbeitet. Alles abgerundet, alles abgefeilt. Ja. Metallbacken oben mit geteilten Schliff. Sieht man auch nicht so häufig. Gibt es ja eine ganze Messerfamilie von bei Otter in unterschiedlichen Varianten. Heute mal hier in der Variation 3-Nieten-Messer. Ebenholzgriff, sehr schön glatt. Schön poliert. Schönes Teil. Slipjoint, kein Halbstopp, 42A Komfort, keine Verriegelung, halt ein Slipjoint. Klingenlänge 9 cm, davon 8 scharf. Am Ricasso kann man hier noch den Vorgriff gehen. Sehr fein ausgeschliffener Flachschliff mit 2. Phase und sogar blau gepliest, typisch Solinger. Hat zwischen 0,3 und 0,4 hinter der Schneidphase, sehr schneidfreudig, ein C75 Carbonstahl, ich meine zwischen 55 und 57 Rockwell gehärtet, lass mich doch nicht lügen. Gesamtlänge 19,5, also für meine Handschuhgröße L, okay, kann man nehmen. Also 9 und 10, das ist wohl die Idealgröße für das Messer. Für größere Hände könnte es ein bisschen knapp werden. Ja, schönes Teil. Haben Leute früher auch zum Wandern mit einer Tasche gehabt. Das und die verwandten Messer von Otter. Otter ist ja für mich praktisch einer der letzten großen deutschen Hersteller, die wirklich komplett made in Germany fabrizieren. Ich denke, das wird auch das Last Man Standing, wenn das so weitergeht. Aber ist nur meine Meinung. Ja, die 3-Nieten, wofür stehen sie? Ich habe keine Ahnung. Könnte aus der Handwerkszunft sein, könnte auch irgendwas anderes sein. Ich weiß es nicht. Wer es weiß, bitte unten in die Kommentare. So, kurzes Stöckchen mal hier angeschnitzt. Also sautrockenes Ästchen. Könnte von der Buche sein, wie es aussieht. Ja, funktioniert tadellos. Damit macht man nichts verkehrt. Ja, schönes Teil. Kostenfaktor, ich meine zwischen 60 und 70 Euro. Lasst mich da nicht lügen. Ich weiß nicht, wo aktuell der Stand ist. Bezug im Internet oder bei einschlägigen Händlern vor Ort, die Solinger Messer vertreiben. Ja, schönes Teil. Kurzvorstellung war das zum Otter 3-Nieten-Messer. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.